Ihr findet dieses Lagerfeuer genauso langweilig wie ich und wollt lieber so ein Lagerfeuer? Dann zeige ich euch jetzt ganz einfach, wie ihr so etwas in der Minecraft 1.8 Version bauen könnt. Und zwar fangt ihr an, indem ihr ein 2x3x2 großes Loch grabt, das sieht ungefähr so aus. Und ihr benötigt hier an der Seite eine Einkerbung, dann setzt ihr in die hintere Ecke ein Bett, einen Wasserblock, der kommt dort, dann fließt er hier rum. Dann benutzt ihr die Cobblestone Walls. Falls ihr euch fragt, welches Texture Pack ich habe, da werde ich in den nächsten Tagen ein Video drüber machen, weil das ist ein besonderes 3D Texture Pack für die 1.8 Version. Und das feiere ich besonders, darum will ich euch das auch vorstellen. Der Link zu dem Texture Pack ist in der Videobeschreibung, da könnt ihr euch das gerne mal angucken. So, dann könnt ihr hinten diese zwei Blöcke zumachen und setzt hier eine Wasserquelle hin. Nun geht es an die Platzierung der Armor Stands. Dafür setzen wir hier zwei Blöcke. Und wie einige sicherlich wissen, kann man diese Armor Stands so, aber auch schräg setzen. Und das machen wir uns zunutze. Dafür setzen wir den ersten so, dann drehen wir uns ein Stück, setzen den zweiten schief. Den setzen wir quasi in einem rechten Winkel zu dem ersten und den setzen wir auch schief. Damit seht ihr, dass sie schon in der richtigen Position sind und quasi diesen Kreis für das Lagerfeuer geben. Nun müsst ihr nur noch diese Wasserquelle wegmachen und hier unten diese fließende Wasserquelle quasi zu einer stehenden machen, indem ihr einen Wasserblock dahin setzt. Das sieht dann so aus. So hören dann die Rüstungsständer auf zu hüpfen und sind in der richtigen Position. Dann macht ihr diese beiden Cobblestone Walls weg, passt aber auf, dass ihr dabei keine Rüstungsständer zerschlagt, sonst fehlt dann so ein Streifen. Und jetzt geht's an Entzünden. Das könnt ihr nicht mit einem normalen Feuerzeug machen, dafür braucht ihr einen Wassereimer. Und ihr seht, dieser Armor Stand oder die Armor Stands sind da unten ein bisschen in der Cobblestone Wall drin. Darum nehmt ihr die Cobblestone Wall hier weg und setzt einen Lava-Eimer hin und damit brennt das schon. Jetzt könnt ihr das nur noch zubauen, oder müsst es zubauen, aber wir können hier keine soliden Blöcke hinsetzen, darum müssen wir die in den Boden hineinschieben. Dafür setzen wir die hier oben hin, diese vier Blöcke, um das Loch zu verschließen. Und da benutzen wir die neuen Slime-Blöcke, um Pistons zu sparen. Darum macht ihr das so, dann nehmt ihr zwei Pistons, die nach unten zeigen. Und dann bepowert ihr das Ganze mit Redstone-Blöcken oder einer Redstone-Quelle eurer Wahl. Und zwar setzt ihr den oben hin, den so. Und dann wurden die Erdblöcke schon nach unten in das Erdreich reingeschoben. Und so habt ihr euer Lagerfeuer. Ihr könnt da noch ein bisschen was drumherum bauen, dass es schön aussieht. Und ihr könnt das auch gerne in der Survival-Welt bauen, da es nicht so viele Ressourcen benötigt. Und wenn euch das Video ein bisschen weitergeholfen hat und gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben geben. Ihr könnt weitere Tipps bzw. Fragen zu Einrichtungssachen in die Kommentare schreiben. Ich werde jetzt so eine neue Serie starten. Und dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Ich werde das Texture Pack jetzt noch aufnehmen, weil ich das ziemlich cool finde. Und dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Ihr könnt mich gerne abonnieren und bis zum nächsten Mal. Tschüss.